müssen wir in den Keller. Und das bedeutet nie etwas Gutes, als bei einem Spiel in den Keller zu gehen. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Machen wir mal schmeichelnd. Sie sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ab in den Keller. Weißt du, Sam... Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Beruhigend. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Das möchte ich hoffen. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Was muss ich jetzt genau machen? Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Jetzt müssen wir sie ganz ruhig halten. Hey, okay, wir haben verkackt. Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Aber jetzt schaffe ich es. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Na los, mach. Okay, jetzt versuch's nochmal. Was habe ich falsch gemacht? Ja, komm schon. Wow. Jetzt. Das passt doch super. Geklappt. Okay, High Five. Yeah. Schmetterlingseffekt. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Aerobic.
Ich hatte echt keine Angst. Sei mal kein Arschloch, okay? Ich bin überhaupt nicht gehüpft. Was ich gesagt habe war, was war das? Eine völlig normale Reaktion auf super gruseligen Krach in einem super gruseligen Keller. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Was passiert hier? Wir sollten mal nachschauen. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Streich. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte so sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Okay, und jetzt sind wir hier wieder beim Doktor. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Furcht vor dem Übernatürlichen. Geister, Gespenster und andere unfassbare Mächte jenseits des Schleiers. Hast du auch diese Furcht? Nein. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Also ich fühle sicher kein Hass, so viel Mitleid. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Ein bisschen. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Pech für dich. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Also ich schätze beides wirklich. Aber dann eher die Ehrlichkeit, weil ein Loyaler, der nicht ehrlich ist, bringt dir auch nichts.
Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ich schätze ihm noch Ehrlichkeit. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Ach, so sehe ich das nicht genau, aber ja. Ehrlichkeit ist mir noch wichtiger. Die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Also natürlich lieber, also so eine Situation würde ich schon eher sicher anderen helfen. Verzeihung. Aber Ehrlichkeit ist trotzdem wichtig. Und wieder sehen wir, was bisher geschah. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchen schon... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein.